Könntest du meine Mutter abholen vom Krankenhaus? Ich hatte sie viel früher erwartet. Diese ständige Gequengel. Es geht mir echt auf den Sack. Wohin geht Ihnen das auf? Für meinen lieben Papa, das bin ich. Geburtstag schreibt man mit T. Antoine. Wenn man nicht mal mehr zu den Kindern ehrlich sein darf. Alles Gute zum Geburtstag! Im Verein für Afrika. Naja, er läuft immer besser. Aber was genau machst du da? Ich sammle Spenden und ich lege auch was dazu. Ein bisschen Persönliches, Privates. Das Gesicht der Afrikaner möchte ich sehen, wenn sie das Päckchen aufmachen und drin ist eine Gucci-Handtasche. Aber Geld macht nicht glücklich. Das beste Mittel, damit du keinen Schwachsinn mehr redest, tja, das ist die Klappe zu halten. Wieso wird jedes Mal, wenn man ein Minimum an Ehrlichkeit aufbringt, vom Durchdrehen geredet? Du bist ein wunderschöner Hund. Ich lasse dich nur ungern bei diesen Idioten. Wie war das gerade? Lieber Gott, was ist denn los? Mich kotzt das alles hier an. Ein tolles Haus, ein Beruf, bei dem ich viel verdiene. Alles perfekt. Ein Leben, das idiotischer nicht sein könnte. Alice, ich werde fortgehen. Weit weg? Ja. Ich liebe dich zu sehr. Hör auf! Hör auf, mich zu lieben! Hier, mehr konnte ich nicht abheben. Sie verstehen da was falsch. Ist außerdem los, nehmen Sie es, Sie machen mir damit eine Freude. Du kannst es ja schon. Unsere Angelpartien damals waren wichtig für mich, bevor du weg bist. Und deinen Kindern? Sie sind traurig, weil sie keinen Großvater haben. Ja, also lass die Nummer mit dem einfühlsamen Opa. Komm, Kinder, rein mit euch. Das Leben, das wahre Leben. Sein wahrer Sinn, was ist das? Das Geld, der Komfort. Sind wir deswegen auf dieser Erde? Ich will mich lebendig fühlen. Verstehst du? Lebendig.